Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, gut, das bleibt jetzt nicht aus, aber schon wieder weitestgehend wiederhergestellt. Corona war es wahrscheinlich nicht, hey, aber eine dicke Mandelentzündung und Kehlkopfentzündung, daher auch noch die Stimme. Draußen haben wir gerade, auch wenn es nicht so aussieht und sich nicht so anhört, 15 Grad. Dann haben wir gedacht, komm, schmeißen wir nochmal einen Grill an. Meine Frau hat einen Spießbraten besorgt, es ist ein fertiger. Aber das ist gar nicht schlimm, weil, da kann ich den direkten Vergleich ziehen. Ich habe nämlich, dank David von Biganox Barbecue, von der Firma Geholz, 10 Kilo Kohle bekommen. Diese werde ich jetzt mal testen. Im Vergleich zum Greek Fire, was ich bisher benutzt habe, beziehungsweise den Weber Grill Briketts. Mit beiden war ich bisher immer sehr zufrieden. Mit beiden habe ich auch schon den Spießbraten gemacht, wobei ich es, glaube ich, noch einmal gefilmt habe. Aber jetzt machen wir den direkten Vergleich und dann schauen wir, was passiert. Viel Spaß dabei. So, dann machen wir den ganzen Karton mal auf. Oh. Frisch geschnittene Fingernägel, das ist sowas immer super. Messer habe ich gerade schon hier. So, improvisierte. Ach, guck mal hier. Für was Pulled Pork, Klammern, Gabel nicht alles gut sind. So. Weg damit. So. Das erste, was mir jetzt auffällt, dass die Stücke weitestgehend heil geblieben sind. Klar sind noch ein paar kleine dabei, das ist gar nicht die Frage. Boah, jetzt versau ich mich schon. Klar sind noch ein paar kleine dabei, das ist gar nicht die Frage. Aber im Gegensatz zum Greek Fire, das hier wirklich in solchen Stückchen angekommen ist, muss ich sagen, hat sich da der Postbote deutlich mehr Mühe gegeben. Jetzt befüllen wir meinen guten 5 Euro Grillkamin. Oh, ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen, aber ich brauche vor allen Dingen gar nicht die langen Stücke. Ich brauche die etwas kürzeren. So, ich denke, das reicht schon. So ein halber Grillkamin. Ich habe das Ganze im Übrigen so vorbereitet, hier hinten wird gleich die Kohle liegen. Hier der Spieß, die Schale schiebe ich noch ein bisschen rüber, damit mir nicht der gesamte Grill so voll tropft mit Fett. Und dann würde ich sagen, dass wir die Kohlen jetzt erstmal durchglühen. Bis später. Also das merke ich jetzt schon, das brennt irre heiß. Und dann legen wir noch zwei oben drauf. Und dann gucken wir mal, welche Temperatur der Grill erreicht. Ich gehe jetzt mal ein Thermometer holen, was ich da reinlegen kann, damit ich weiß, welche Temperatur der Raum hat. Weil mein Deckelthermometer ist dummerweise komplett nass geworden, das heißt, es funktioniert gerade aktuell nicht. Das zeigt mir 250 Grad an, obwohl ich den Deckel gerade drauf getan habe. Also nein. Nein, da gehe ich das gute Inkpert holen, werde damit den Raum überwachen, werde auch noch das Einstechthermometer von Inkpert besorgen, damit ich zwischendurch mal die Kerntemperatur messen kann. Die will ich nachher so bei, ich sag mal, rund 90 Grad haben. Das müsste für einen Spießbraten dick reichen. Einmal das Einstechthermometer. Vielen Dank nochmal an die Firma Inkpert. War ja ein kleines Geschenk. Dann habe ich hier mein IBT6XS, ist es, glaube ich. Da nochmal ein vielen Dank an den Grumpy Griller. Den verlinke ich euch auch hier oben. Oder da, muss ich gucken. Und habe ich ja damals bei seinem Gewinnspiel gewonnen. Dabei auch nochmal vielen Dank an den Marc, der es nämlich ursprünglich gewonnen hatte und auf seinen Gewinn verzichtet hat. Eine Form, wo ich nachher den Braten reintue. Die habe ich mir nur schon mal mitgebracht, weil ich sowieso im Keller war. Meine Handschuhe. So.
Ich habe die Temperaturfühlersonde, also hier die Stumpfe genommen, weil sie halt nicht ins Fleisch kommt, sondern einfach nur den Raum überwachen soll. Die packe ich jetzt, wie gerade schon gemacht, hier oben einfach durch. Und dann messen wir mal, bei welcher Temperatur wir gerade sind. Hier drüben ist ja das Feuer. Hier heißt dann der Luftauslass, damit wir eine vernünftige Zirkulation haben. Und der Grill, der Spieß wird sich nachher sozusagen, kommt von hier aus rein und dreht sich dann so rum auf mich zu, damit das Fett immer schön über das Fleisch drüber läuft und es saftig hält. Also die Temperatur von 97 Grad, 100 Grad steigt noch. Das sieht sehr gut aus. Warte noch mal ein bisschen ab. Ich gehe jetzt schon mal den Braten holen. In der Zwischenzeit kann sich das hier einregeln und gucken wir. Dann gucken wir gleich, bei welcher Temperatur wir gelandet sind. Und wenn das so um die 170 Grad ist, plus minus, dann schmeißt man direkt drauf. Ja, 169 Grad, das ist doch optimal. Das heißt, Deckel ab. Und ich muss jetzt mal hier beiseite legen. Dann den Spieß braten. Dann schöner Brocken. Drehen. Ah, dreht sich gleich richtig rum. Ich kann die Schale noch ein bisschen rüber tun. Und dreht sich auch gleichmäßig, das heißt, ich brauche hier hinten am Gewicht nicht mehr groß zu verstellen. Sonst würde der immer diese Wupp-Drehung machen. Ja, würde ich sagen, optimal. Deckel drauf. Klar, jetzt die Temperatur wieder unter auf 85. Deckel war halt auf. Dadurch, dass jetzt Sauerstoff dran gekommen ist, kann es sogar sein, dass sie jetzt kurzfristig höher geht als die angestrebten 170, weil die anderen Kohlenstoffe entzünden. Aber das werden wir dann sehen. Und im Zweifel muss ich hier nochmal kurz nachregeln. So, das Ganze lassen wir jetzt für, ich denke, 2 Stunden sollte es sein. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie heiß der Grill wird. Aber bei angestrebten 170 Grad sollten es 2 Stunden sein, die das Ganze jetzt hier auf der Rotisserie bleibt. Zwischendurch werde ich mal testen, wie die Kerntemperatur ist, damit mir das Ganze eben nicht rabenschwarz wird, beziehungsweise nachher nicht einfach roh ist. Dann hole ich euch wieder dazu. Aber bis dahin heißt es jetzt erstmal abwarten. Kleiner Zwischenbericht. Und die Kohle brennt und brennt und brennt. Es sind jetzt über 2 Stunden um. Wir haben jetzt 60 Grad Kerntemperatur. Das heißt, ich werde das Ganze noch mindestens 1 Stunde drauf lassen. Wird dann doch eher 3 Stunden werden. So, 3 Stunden sind um. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es jetzt fertig ist. Ich habe eben schon mal kurz vorgestochen. 85 Grad hat man bei der Kerntemperatur. Zeige ich euch jetzt aber auch nochmal. Das ist hier ein Duft, der ist unglaublich. Ich hole das Fleisch jetzt hier runter, dann gehen wir nach drin und da wird verkostet. Im Übrigen, bis zum Schluss immer um die 170 Grad. Wenn Wind aufgekommen ist, waren es 165, dann ist es hochgegangen auf 175. Also die Temperatur hat sich gehalten bis zum Schluss mit den paar Kühlchen, die ich da reingetan habe. Ich kann die Dinger also tatsächlich nur empfehlen. Danke, David. So. Kerntemperatur 85, 90. Alles klar. Genau das, was wir haben wollten. Für Schweinefleisch die richtige Temperatur. Gucken wir mal, dass wir das Ganze jetzt hier runterkriegen. Der hat sich schon wieder gelöst. Da muss ich mir mal eine andere Lösung für einfallen lassen.
Hier drehen wir jetzt alles zu, lassen die Kohlen ausgehen. Dann stecken wir wieder hier rein. Deckel drauf. Dicht machen. Den hier versuchen wir mal. Also selbst das kleine Inkblatt hier hat als Gegengewicht gereicht, um ihn runterzuziehen. Genial, oder? So, dann gehen wir mal nach drin. So, 3,5 Stunden schön auf der Rotisserie. Super zart. Also der Kohletest ist super gelaufen. Die ganze Zeit über mit den paar Kohlen, die ich zubereitet habe, lief das Ding durch wie ein Uhrwerk. 170 Grad, habe ich ja gerade schon gesagt. Klare Kaufempfehlung. Wir sehen uns dann in einer Woche. Tschüss!